herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, beziehungsweise zu den ersten Tutorial hier auf meinem Kanal. Ich habe ja schon mal vorher Tutorials gemacht, aber jetzt starte ich eine richtige Serie, wo ich regelmäßig auch Tutorials machen werde. Und als erstes habe ich mir gedacht, machen wir ein Tutorial über Minecraft. Und zwar kennen wir ja aus der normalen Version, der Java-Version, schon seit längerem diese Shader. So, das Ganze ist, es gibt aber jetzt auch die Möglichkeit, ja gut, jetzt schon seit etwas längerem, aber es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, Shaders in der Windows 10 Edition zu benutzen, die nur exklusiv für Windows 10 ist. Das Ganze funktioniert ebenso für die Pocket Edition, allerdings da nur für die Android-Geräte, das heißt für die Geräte, die nicht für Android laufen, wie das iPhone oder das Windows Phone. Logischerweise klappt das Ganze nicht. Und es klappt sogar mit der Xbox One Edition. Nicht mit der alten, sondern nur mit der One. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Ihr geht in den Browser eurer Wahl. Gebt dann hier ein, also ich habe zum Beispiel hier einen Shader vorbereitet. Das ist das der SS10.MC Pack. Das ist der Shader, den packe ich euch noch ganz oben in die Beschreibung. Dann suchen wir jetzt einfach mal SS10.MC Pack. Mal gucken, ob wir das jetzt direkt finden. Hier war das der. Oder der hier. Ich suche den. Der, ja. Weil da steht PE, wie gesagt, halt für die Pocket Edition, nur für Android, für Windows 10 oder halt für den entsprechend. Aber hier sieht irgendwie komische Seite aus. Also ich suche mal das andere, was ich vorher war hatte. Ich glaube, das ist dann auch der Link Minecraft. Genau, Red Rock Edition Shader. Das ist 10.x. Suchen wir mal. So, ihr seht, hier ist der Shader. Ja, der macht so ein paar kleine Sachen. Ist ein relativ kleiner Shader, ist auch schon ein bisschen älter, wie ihr gerade gesehen habt. 2017, ihr seht, ist schon ein bisschen älter. Aber funktioniert tatsächlich trotzdem noch, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Test-Shader. Der hat jetzt nicht so viele Funktionen. Das zeige ich euch ja jetzt. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich nach einem anderen Shader suchen. Nur das ist jetzt der erste Shader, den könnt ihr ausprobieren. Und wenn ihr andere braucht, dann könnt ihr euch ja andere raussuchen. So, wenn ihr das Ganze habt, habt ihr so ein Icon. Darüber könnt ihr Minecraft starten. Wenn ihr das Ganze installiert, dann steht hier eine Meldung. Genau. Dass das importiert wird. Hier in dem Fall hat das nicht ganz funktioniert, weil das hier ganz schon drin ist, beziehungsweise ich habe sogar schon zwei drin, also wie gesagt, bei euch müsste das natürlich stehen, wenn es funktioniert hat, dass das Ganze klappt, und wenn es natürlich möglicherweise nicht funktioniert hat, dann steht da natürlich, das Ganze hat nicht funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir stellen gerade mal eine ganze Welt, eine neue Welt. Was ich aber dazu noch sagen will, weil ich nicht die alte Welt noch, was ich dazu noch sagen wollte, das Ganze funktioniert nicht auf einem Multiplayer-Server. Das heißt, da könnt ihr also nicht das Ganze benutzen. Zeige ich allerdings am Ende des Videos. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt ein bisschen, wie der Shader so aussieht. Ansonsten bin ich jetzt hier raus, bei euch hier raus. Wenn das Ganze hier gefällt, dann könnt ihr mir ja zeigen mit einem Like. Zeige ich euch hier noch. Wie gesagt, wenn das Ganze gefallen hat, jetzt hier, ich bin wahnsinnig über ein Like freuen, zeigt es mir. Like oder Dislike, dann aber natürlich auch begründen, warum scheiße war. Wird raus. Und ja. Ciao, Leute.
Thank you.
Thank you.
Okay.